bin über meinen Bruder mit Meditation in Kontakt gekommen. Der ist vor ungefähr 20 Jahren nach Sri Lanka gegangen und ist dort buddhistischer Mönch geworden. Mich hat es natürlich interessiert, was ihn daran so fasziniert, und habe es ausprobiert, habe begonnen zu meditieren, habe auch viele Bücher gelesen und habe recht bald erkannt, dass das etwas sehr Wertvolles für mich ist, dass es den Kontakt, den ich mit mir selber habe, einfach verbessert hat. Einen weiteren Zugang habe ich dann gefunden über den Verein Mit Kindern Wachsen von Leonhard Valentin, die also das Thema Achtsamkeit in die Familien bringen wollen. Und dort habe ich viele Seminare gemacht, zunächst für mich als Mutter, also ich habe 4 Kinder mittlerweile. Und das war für mich eine sehr große Unterstützung, hier einfach mehr Gelassenheit und Ruhe in mir zu finden. Und recht bald ist der Wunsch entstanden, in mir einfach das weiterzugeben. Und ich habe begonnen mit Achtsamkeitskursen für Eltern, auch Eltern-Kind-Gruppen. Und ich habe bemerkt einfach, wie universell das Geschenk ist, einfach, dass eigentlich jeder davon profitieren kann, mehr Achtsamkeit in seinem Leben zu haben. Und habe dann beschlossen, eben die MBSR-Ausbildung zu machen, und bin jetzt sehr froh und dankbar, dass ich MBSR-Kurse anbieten kann. Und ich bin überzeugt, dass das eigentlich jedem gut tut und jeder davon profitieren kann. MBSR bedeutet Mindfulness-Based Stress Reduction und heißt übersetzt so viel wie Stressreduktion durch Achtsamkeit. Das ist ein Kurs, der wurde 1979 von Jon Kabat-Zinn in Amerika entwickelt, an der Uniklinik in Massachusetts. Und das war ursprünglich ein Programm für Patienten mit chronischen Schmerzen, denen die moderne Medizin nicht mehr helfen konnte. Und es war nicht gedacht dafür, dass die Schmerzen besser werden, sondern es war eine Art Methode, die Leute gelernt haben, um mit diesen Schmerzen, mit dieser herausfordernden Situation, in der sie waren, besser umgehen zu können. Also es hat auch deutlich die Lebensqualität der Teilnehmenden verbessert. Es ist sehr gut klinisch erforscht, also es gibt ganz viele Forschungen und Ergebnisse, die belegen die Wirksamkeit von MBSR in den verschiedenen Bereichen. Es beginnt bei Depressionen, geht über Burnout, Migräne, Verdauungsprobleme, Immunprobleme, also eigentlich kann man sagen, so gut wie alles. Und ich finde, dieses MBSR-Programm vereint auf sehr geschickte Weise verschiedene wertvolle Dinge, nämlich einerseits moderne medizinische Erkenntnisse, Erkenntnisse aus der Gehirn- und aus der Stressforschung und auch alte Traditionen aus dem asiatischen Raum, also buddhistische Meditationen und Yoga-Übungen, die uns ermöglichen, einfach besser in Kontakt mit unserem Körper zu sein und unsere Wahrnehmung verbessern. Ein ganz wichtiger Teil des Kurses sind die Achtsamkeitsübungen, die wir in den einzelnen Terminen gemeinsam üben und die Teilnehmenden dann auch zu Hause üben mit ausgeteilten Audioaufnahmen. Und da geht's, das sind verschiedene Achtsamkeitsübungen, zum Beispiel ein Bodyscan, Sitzmeditation, Meditation im Gehen und auch verschiedene Yoga-Übungen. Und durch das regelmäßige Üben verbessern wir unsere Wahrnehmung. Also wir spüren unseren Körper besser, wir spüren zum Beispiel besser, wenn uns etwas unangenehm ist, wenn uns etwas stresst und auch welche Bedürfnisse wir vielleicht gerade haben. Also wir lernen wirklich besser für uns zu sorgen. Und andererseits ermöglichen uns diese Achtsamkeitsübungen auch eine andere Haltung. Wir kultivieren eine annehmende, wertfreie Haltung unserem Erleben gegenüber, um einfach mit dem sein zu können, was das Leben uns bietet. Und zusätzlich gibt es die Möglichkeit des Austausches. Also wir reflektieren und tauschen aus über dieses Üben, sowohl im Kurs als auch über das Üben zu Hause. Und natürlich gibt es auch theoretische Inputs. Es hat jeder einzelne Termin einen thematischen Schwerpunkt. Das ist zum Beispiel die Stressreaktion, also unsere automatische Reaktion und wie wir konstruktiv mit Stress umgehen können. Das ist schwierige Kommunikation oder Stress im zwischenmenschlichen Bereich. Das ist das Thema Selbstfürsorge und viele andere mehr. Ja, das Üben zu Hause mit den Aufnahmen ist ein sehr wichtiger Bestandteil des Kurses, denn es geht darum, neue Gewohnheiten zu etablieren. Und das ist immer ein längerer Prozess.
Oft wird Achtsamkeitstraining mit Muskeltraining verglichen. Also wir trainieren wirklich unseren Achtsamkeitsmuskel. Und das erfordert einfach mal ein konstantes, regelmäßiges Üben. Und durch dieses Üben werden einfach im Gehirn neue Leitungen verdrahtet. Also es etablieren sich wirklich neue Bahnen, auf die wir dann auch im Ernstfall zugreifen können. Also wenn es stressig ist, dann muss das schon ganz gut sitzen, damit wir das dann auch zur Verfügung haben. Und dieses regelmäßige Üben hilft uns einfach dabei. Ja, also die äußeren Umstände werden sich wahrscheinlich nicht gravierend ändern. Also dass viele Dinge, die in unserem Leben passieren, auf die haben wir einfach keinen Einfluss. Ja? Aber unsere Haltung zu den Dingen, die uns passieren, die wird sich wahrscheinlich ändern. Also wenn Sie zum Beispiel in Ihrem Beruf jeden Donnerstag einen Abgabetermin haben, der sehr viel Zeitdruck erzeugt, dann werden Sie den wahrscheinlich nach dem Kurs auch noch haben. Sie haben jedoch die Möglichkeit und die Fähigkeit gelernt, anders damit umzugehen. Sie erkennen zum Beispiel schneller, dass Gedanken wie "Oh mein Gott, das schaffe ich nie" oder auch eine verkrampfte Körperhaltung vorm Computer nicht hilfreich sind dabei, diese Aufgabe bestmöglich bewältigen zu können. Und wir lernen eben in dem Kurs, Dinge, unsere Interpretation der Dinge zu hinterfragen, die Dinge mehr zu sehen, wie sie sind und nicht in schwierigen Situationen uns zusätzlich es noch schwerer zu machen, indem wir die Situation ablehnen oder anders haben wollen. Das ist oft das, was uns dann erst wirklich den Stress verursacht.